Willkommen zur zweiten Mission des schweren Let's Plays der. Nein, des Let's Plays der schweren Kampagne von Herd Swarm. Ha, so. Ja. Ich hasse diese Anfangsmission, wem von euch geht's eigentlich noch so? Es ist einfach nur total nervtötend, viel langatmig. Einfach nur stört. So. So. Ja. Leider müssen die ersten Missionen ja auch sein, sie sind ja leider ein Bestandteil der Kampagne. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass sie kein Bestandteil der Kampagne wären. Das Ganze wird jetzt hier einfach nur noch ein schnelles Durchrushen werden. Ich werde mich jetzt hier versuchen, mit so wenig wie möglich zu beschäftigen. Diese Tutorial-Einweisungen sind absolut nervtötend und überflüssig. Nein, kannst du nicht. Du kannst sie nicht ausschalten. Sie sind unsterblich. Ach so. Gut, weiter geht's. Können uns die Streitkräfte nicht einfach verfolgen, umso schneller geht das Ganze doch dann. Oh, weiter geht's in das nächste Eingriffsprobe hier. Rena ist schön mit Meatshield benutzt. Wir sind fast bei der Bahn angelangt. Sie wird uns direkt zum Shuttle-Hangar bringen. So. Alter, geht es. Also im ersten Mal spielen ist die Mission noch relativ interessant, aber ich habe inzwischen die Mission, Valerian, bitte melden. Ja, einmal normal im Let's Play gespielt, einmal für den Versuch der Erfolge, das hat aber auch noch nicht so ganz geklappt, das muss ich mir noch mal ein bisschen genauer angucken, die ersten Versuche klappen halt meistens doch nicht so. Wie gesagt, jetzt letztens auf schwer, schon davor nochmal auf schwer, wo die Aufzeichnung nicht geklappt hat, also langsam habe ich die Schnauze von diesen Missionen lassen. Richtig, richtig voll. Zumal es viel zu oft ist, dass man einfach nur auf dem Baum steht und wartet, bis sie weiter quatschen. So, die Zerg-Armee. Gestern habe ich den Fehler gemacht und habe das Ausneigen genutzt, um die Roach zu erwischen. Gut, heute habe ich den Fehler gemacht und verfehlt. Das ist natürlich dann immer einiges besser. Ja, Schaden. Kämpft bei den Terranern. So. Warum wir die ganzen armen Zerglinge hier töten? Das sind doch alles unsere Freunde. Erst töten, dann annektieren, danach dann doch wieder mit dem rumlaufen. Die sollten sich mal entscheiden. Gehe voran. Wir versuchen uns einzuschließen. Komm schon, Schatz. Wir müssen es durch diese Türen schaffen. Verstanden. Ach, schöne Zerglinge. Juhu, fast ohne Damage geschafft. Dafür jetzt hier schön Damage fressen. Da sind die Hydralisken. So, ich lege mich lieber mit den Routern an, als mit den Zerglingen. Das ist ein Klick. Ich habe mehr graue Strähnen im Haar. Und ich habe mehr Zerg im Haar. Genau. Trotzdem sind die Sprüche einfach nur godlike. Wir haben es geschafft. Oh. Beaming aus Fokus, Beaming aus Fokus. Gut. Weiter. Sie sind dabei, den Bereich zu versiegeln. Sicher. Hatte ich mich jetzt hier eigentlich in der normalen Kampagne schon mal damit beschäftigt, ob es eine geheime Mission gibt? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Sollte ich eventuell auch noch in Erfahrung bringen. Denn in Wings of Liberty gab es halt die Sondermission. Wofür man dort den. Oh Gott, ich glaube, das Pressehauptquartier war es, was man dort einnehmen musste. Nein, zerstören musste. Es wäre natürlich interessant, ob es das Ganze hier auch wieder gäbe oder ob das hier nicht mit integriert ist. Momentan wüsste ich jetzt aber gerade nichts davon. Ich glaube, auf normal hätte ich nichts gefunden. Mein Gott, Sarah, wie viele Zerglinge hast du erschaffen? Ja, vielleicht habe ich leicht übertrieben. Geht hier weiter durch. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Dieser Bereich ist beinahe abgeriegelt. Ihr müsst die Sicherheitstüren passieren. Voran.
Manchmal fragt man sich ja echt, ob man schwer spielt oder auf leicht. Also gerade hier so bei den ersten Missionen, ich denke mal später wird sich das dann wieder ein bisschen relativieren. Aber momentan ist es einfach nur, naja, etwas überflüssig. So. Erstmal die Regeneration, danach jetzt hier schön wieder. Das handeln mit den Überwachungskameras, wie wir es schon aus Wings of Liberty kennen. Wir können diese Konsole benutzen, um sie zu befreien. Oder wir können damit die Gasverteidigung aktivieren. Nein, wir spielen Hurtle Swarms, also lassen wir die Zergs raus. Gaskanonen fliegen zu Wings of Liberty. Außerdem habe ich das nur nochmal in Kampagne gemacht. Und ich hoffe, die Zerg nehmen hier ein bisschen mehr Damage als besser als vorher. Die Gaskanonen. Los. Ja, hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Da brauche ich nicht mehr Energie einsetzen, um hier durchzurennen. Da liegt wieder wieder hier. Und weiter geht's auf das lustige kleine Dropship. Wir haben es geschafft. Die Bahn fährt gleich los. Die Bahn. Die haben so eine eigenartige Signalisierung von Bahn. Zum Beispiel anmerken muss, ich finde es lustig, dass es hier gerade eben keine Turbinen gab. Es gab nur diese Träger. Und damit einem Schlag existieren die Turbinen. Hm. Kam wahrscheinlich ein Space Marine, der das auf der Schulter getragen hat und der das schnell auch montiert und ist wieder verschwunden. Da sind die ersten Chips. Schön abgefangen. Sogar unser Marine hat überlebt. Der gute Marine. Was wäre noch ohne den guten Marine passiert? Die Mission wäre verloren gewesen. Die Bahn wird schneller, bleibt konzentriert. Oh, das noch gesehen. Das Paket eingesammelt. Ich glaube, meine Nachbarn räumen inzwischen gerade hier die ganze Wohnung um. Dropship abfangen. Mal lieber auf die Masse der Vikings einsetzen. Ein einzelnes ist ein bisschen sinnlos. Oh, ich bin inzwischen auch das Schiff eingesetzt. Das ist nicht so schlecht. Ah, das haben wir übrigens hier sehr schön geregelt. Wunderbar. Auch wenn ich Terraner hasse, aber das sind so wunderbare Marines. Bis wir den Shuttle-Hangar erreichen, sitzen wir hier auf dem Präsentierteller. Hat eigentlich irgendjemand Informationen, wie lange es jetzt dauern soll, bis zum letzten Add-on? Ich meine, wie jeder wissen soll, der meine Videos guckt, bin ich jetzt schon halbwegs besänftigt. Endlich mal eine Kampagne, die nicht mit diesen hässlichen Terranern ist. Mir fehlt immer noch meine Toast-Kampagne. Das wäre jetzt mal dann das richtig, richtig Interessante. Sie haben hier schon ziemlich viel am Gameplay geändert. Auch in ziemlich gute Richtung, wie ich finde. Mir fehlt immer noch das Spielen mit Toss. Einfach mal so als. Oha, mir entfallen die Namen. Ich werde alt. Zeratul. Zeratul. Juhu. Ich komme doch noch auf was, wenn ich ein bisschen nachdenke. Einfach mal so eine Toss-Kampagne spielen. Als ich bin quasi froh, so im gleichen Prinzip, wie es hier aufgebaut ist mit Kerrigan. Plus halt dort dann mit Zeratul spielen, das wäre doch mal. Also ich find's nice. Hätte ich echt gerne. Auch wenn ich leider hoffe, dass es nicht so. Leider, auch wenn ich leider denke, dass es nicht so werden wird. Tschüss, Dropships. Kommt hier noch was? Lass mal die aufladen. Nein, da kommt das Erfolgsgeräusch. So, jetzt noch schnell durch die zweite Basis durchkämpfen und dann den kleinen netten Roboter besiegen. Oh, das war daneben. Nein, ich bin vor die Marines kommen, ich bin vor die Marines kommen. Super! Ich bin vor die Marines gekommen, jetzt heil mich. Ha! Klappt! So heilt wenigstens mich der Sunny. Und nicht immer die. Sehr unfair. Gut, die drei Marines musste dafür jetzt sterben, aber das war's wert. Roger.
ich jetzt hier mal nicht an die Seite. Naja, so lange überleben die nicht gerade. Abstand. Oh, da habe ich Schaden genommen. Verdammt, das wollte ich ja nicht verhindern, dass ich Schaden nehme. Ja, bitte, jetzt auch hier vorne stehen bleiben und einfach weiter angreifen. Hm, da kam die Energie zu spät. Na gut. So, wenn sie da sind, können die Marines auch noch mithelfen. Ich finde es aber auch immer lustig, dass diese Wegfindung dieser KI so ist, dass sie genau in diesen Strahlen stehen bleiben. Wahrscheinlich könnten die sonst nützlich sein und das ist nicht gewollt oder so. Oh, ja. Hier bietet sich eine kinetische Welle an. Verstanden. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nein, man kann damit natürlich nichts dann und verhindern, dass er die Raketen schmeißt. Schnell weg, ja. Oh, böser Tank. Ein One-Hit-Wonder. Ich war doch schon draußen aus dem Feld. Warum nehme ich trotzdem Schaden? Na, das ist jetzt auch nicht so toll. Okay. Nehmen wir es wieder hier auf und beenden das Ganze. One-Hit-Wonder. So, damit haben wir auch Mission 2 beendet. Ich hoffe, ich sehe euch wieder in Mission 3. Bis dahin.